Was lernt denn ein Stuckateur bzw. Trockenausbauer in der Lehre? Ja, das ist also sehr umfassend, also dieses Berufsbild. Auf der einen Seite haben wir die reinen Stuckarbeiten, das gerade im Bereich Restauration, Kirchen, Bau, Schlösser, Museen und so weiter, Sanierung. Der zweite Bereich sind Putzarbeiten und Wärmedämmfassaden, also der ganze Außenbereich vom Hochbau, also Fassadensanierung, nachträgliche Wärmedämmung und so weiter. Und dann der ganze Trockenausbau, sprich der ganze Innenausbau, abgehängte Decken, Ständerwände in Leichtbauweise, Wandverkleidungen, Wandvorsatzschalen. Also ist sehr umfassend, oder? Wer ist denn alles in diesem Arbeitskreis involviert? Wer arbeitet denn da alles mit? Also mitarbeiten tun der Berufsgruppenobmann ist dabei. Dann ist dabei, sind die Mitglieder der Prüfungskommissionen dabei, also sowohl Meisterprüfungskommission wie Lehrabschlussprüfungskommission. Dann haben wir Berufsschullehrer dabei, also auch der Direktor ist sehr engagiert. Dann natürlich Ausbildungsbetriebe, die maßgeblichen Ausbildungsbetriebe, sowohl aus den Bereichen Stuck, Putz und Fassade und Trockenausbau. Also das sind die Mitglieder vom Arbeitskreis. Haben Sie Wünsche, Forderungen an die Politik vielleicht? Ja gut, Wünsche wäre natürlich, dass natürlich Ausbildung ist teuer, kostet Geld. Wenn es so erfreulich ist, dass die Lehrlingszahlen zunehmen und so weiter, benötigen wir aber in Zukunft erstens neue und mehr Kursleiter, brauchen mehr Berufsschullehrer. Und das ist natürlich auch wieder eine Forderung an die Politik, oder? Dass wir da unterstützt werden. Wie wird es weitergehen mit dem Ausbildner Stammtisch? Ja, ich hoffe, dass das zu einer regelmäßigen Einrichtung wird. Das soll ein Erfahrungsaustausch zwischen den Ausbildungsbetrieben und zwischen den Ausbildnern sein, um einfach das Niveau, die Qualifikation, die Weitergabe von Fertigkeiten einfach zu forcieren und das Qualitätsniveau anzuheben. Weil da haben wir jetzt in der Vergangenheit einfach auch Defizite gehabt. Was hat dir jetzt besonders an der Ausbildung taugt, dass dir dazu bewogen hat, das da anzufangen? Ja, verputzen vor allem und so, dass man dann sieht, was man gemacht hat. Ja, ich war halt schnuppern und einfach so, weil ich habe mir einfach Arbeit gesucht, oder? Und das hat mir halt ganz gut gefallen und ja, dann habe ich halt angefangen. Das Geilste am Job ist einfach nur so mit der nackten Hand so geile Rigipsplatten. Und dann noch die Schrauben und so. Also Jungs, es gibt nichts Geileres, echt. Ich will einen Trockenbauer, verstehst du? Und mehr vom Lerdermann.